Guten Morgen zusammen. Wir schauen heute mal, was der Tag so bringt mit einem speziellen Kartendeck. Bis dahin sage ich euch, ich habe die Kommentare vorläufig mal wieder aktiviert. Wundert euch nicht, es dauert dann manchmal eine Zeit, bis ihr die selber sehen könnt, weil ich die abfange und erst selber gucke, was da steht. Und als kleine Info noch an euch, falls ihr vom Kanal gehen wollt, das muss ich nicht wissen. Also, ob ihr das da hinschreibt oder nicht, das ist ja wie, man bringe mir eine Tür, ich möchte gehen. Also, das kann man wortlos machen, das muss ich nicht wissen. Wenn dir etwas nicht passt, was ich hier sage, das ist mein Kanal, das ist meine Meinung. Ihr könnt jederzeit anderer Meinung sein. Aber ich kann es nicht jedem recht machen, das muss einfach klar sein und das will ich auch nicht. Und jetzt gucken wir, was der Tag an Infos mitbringt für das Kollektiv. So, ich lasse die Karten nur springen und da kommt schon die Fülle in die Mitte. Es geht also um das Bewusstsein der Fülle. Ist ja auch immer wieder interessant, ne? Was ist denn Fülle für jeden? Das kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man ist. Das verändert sich, glaube ich, auch im Laufe der Zeit so ein bisschen. Oh, Fülle und Zeit zum Feiern. Also irgendwie scheint sich etwas anzubahnen, das wir uns erwünscht, erhofft haben, wo wir aus dem Vollen schöpfen können. Das kann hier damit zu tun haben, dass du dir irgendetwas erarbeitet hast oder aber tatsächlich, dass irgendetwas auf dich zufließt, einfach so. Oder dass du eben dich emotional so in diesem Gefühl der Fülle befindest. Hier kann es sein, dass einige von uns durch Loslassen von irgendwelchen Themen oder Dingen oder nicht mehr festhalten an Sachen, wo einem nur irgendetwas rausläuft und man hat bewusst hier einen Krug in der Hand. Das ist sehr, sehr bildhaft und sehr wahr. Man ist angestrengt, diesen schweren Krug zu halten und hier läuft das Wasser raus, ne? Und von diesem sitzt uns irgendetwas im Unterbewusstsein, ein Muster, eine Programmierung, eine Verhaltensweise, wo wir genau wissen, dass es eigentlich nichts bringt, aber es hapert manchmal am Umsetzen. Und hier scheint sich etwas auf den Weg zu machen, wo man das mal umgesetzt hat und man merkt dann eigentlich, wie wertvoll das ist. Es geht hier auch sehr um die Menschen um uns rum, die uns begleiten, die uns unterstützen, die wichtig für uns sind. Das sind hier die Seelengefährten. Für mich ist eigentlich jeder Mensch, mit dem ich in Resonanz gehe, ein Seelengefährte auf irgendeine Art und Weise. Die einen sind eine Lektion, die anderen sind eine Bereicherung. Um sowas könnte es gehen. Und hier hat irgendein Prozess stattgefunden, wo du mit dir selber mehr ins Reine gegangen bist, wo du dir gesagt hast, okay, das bin ich mir wert. Das bedeutet Fülle für mich. Ja. Nächstenliebe ist alles gut und schön, aber wenn ich mich selbst immer vergesse, oder selbst hinten anstehe, wird es halt schwierig, in die Fülle zu gehen, weil man immer die Erwartung hat, man kriegt etwas zurück und das bleibt dann oft auch bei dieser Erwartung. Ihr dürft euch auch weiterhin auf die Selbstliebe und auf das konzentrieren, was hier als Bereicherung erfahren wird. Natürlich dieses Muster im Unterbewusstsein an irgendwas festzuhalten, das einem am Na nachher eben nicht sehr dient. Das haben, glaube ich, sehr viele von uns. Und das wird immer wieder mal ein Thema sein. Doch am Ende wird es immer weniger. Also die Erfahrung habe ich zumindest. So, wir haben aus der eigenen Sicht schon auch das Gefühl, dass hier irgendwas am Wirken ist. Hier wird es göttlicher Zeitplan genannt. Hier braucht etwas seine Zeit.
Ich kann mich an meine frühere Zeiten erinnern, da haben dir die Kartenleger immer gesagt, ja, du musst loslassen, du musst loslassen. Ja, derjenige, der das nicht kann, der kann es ja nicht, sonst würde er es ja tun. Also ist Loslassen eben auch ein Prozess, der sich über die Zeit einschleicht und der eben vom Einzelnen so umgesetzt wird, wie er es eben kann und wann. Ne? Das kann man nicht beschleunigen. Da kannst du jemand anderen noch zu sagen, er müsste loslassen, er müsste loslassen. Wenn das nicht geht, geht es nicht. Und es geht dann, wenn du so weit bist und wenn du das umsetzen kannst. Wir haben hier das Thema Vergebung. Da höre ich auch schon wieder einige stöhnen. Auch Ansichtssache, das kann jeder so handhaben, wie er will. Für mich persönlich ist es so, dass ich einfach besser damit klarkomme, wenn ich mich nicht selber piekse jeden Tag mit einem Thema, das ich nicht vergessen kann. Manchmal muss man sich auch selber vergeben, dass man zum Beispiel eine Zeit lang zu etwas zugeguckt hat und man war nicht in der Lage, es zu ändern. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, oh, hätte ich doch schon früher, ne? So, was haben wir hier noch? Eine große Lernphase wird hier angezeigt. Ich denke, der Prozess heißt einfach, was bin ich mir wert? Was bedeutet für mich Fülle? Wo bin ich mit mir selbst nicht eins? Oder wo beurteile oder verurteile ich mich auch noch selbst, weil ich irgendetwas nicht umsetzen kann? Und sich selber zu vergeben, ist hier, glaube ich, auch ein großes Thema mit dabei. Okay. Spannend. Trotzdem glaube ich, dass, weil wir hier in der Mitte den Ausgangspunkt Fülle und Zeit zum Feiern haben, dass wir hier irgendwas erreichen, was wir uns vorgenommen haben, dass wir vielleicht auch in den Spiegel geguckt haben irgendwo und dass wir erkannt haben, was wir eigentlich benötigen, was Fülle für uns ist und wo wir gerne auf etwas verzichten können. Wir haben hier unten als Thema noch die Zuflucht. Das ist passender, könnte es gar nicht sein. Hier geht es einfach darum, sich zu klären, in sich selber einen Ratschlag zu holen. Denn das ist ja, wie gesagt, wenn du das im Außen mit jemand besprichst, kommt ja oftmals dieses Ding, ja, du musst loslassen. Es kann aber nicht umgesetzt werden oder du musst dich selber lieben. Es kann aber nicht umgesetzt werden. Und hier geht es auch darum, dass man sich die Zeit einfach nimmt und dass man das mit sich selbst klärt, ne? Dass man sich besinnt auch, was denn die wirklichen Herzenswünsche sind. Und dass man einfach sorgfältig und bedacht vorgeht, innerlich geführt auch, sich dessen bewusst, dass alles eben seine Zeit hat oder auch braucht. Und es ist ja ganz wichtig, dass man in sich selber ruht und dass man in sich selber eine irgendwie gesegnete Energie verspürt, in der man entspannt und die hohen Anforderungen, die andere an uns haben oder auch wir selber an uns, dass man die in ein Tempo bringt, wo man selber in Ruhe damit umgehen kann und dass es auch niemanden geben kann, der uns hier vorantreibt oder für uns die Dinge macht oder managt. Das muss jeder selbst machen, ne? Also hier will sich etwas neu aufzeigen, ein Prozess, in dem man sich für die Zukunft nach vorne arbeitet, was hier noch mit Lernen angezeigt ist. Aber du gehst hier von dem anderen Punkt aus, ne? Du hast ja schon streckenweise was erreicht und vielleicht auch da deine Resonanzbereiche nach außen verändert, würde ich mal sagen. Und man weiß ja auch, was man will oder was man nicht will, ne? Es geht um das Ersinnen, was mache ich denn mit meinen Themen, was mache ich mit meiner Fülle, die ich mir hier erarbeitet habe, wie gehe ich denn damit um?
Hier ist kein schnelles nach vorne preschen zu sehen, ja. Genau, hier geht es nämlich um Langlebigkeit. Hier geht es um ein Gefühl der Klarheit, der Langlebigkeit und wie kann ich längerfristig für mich das Gefühl auch halten der Fülle. Ja? Wir haben hier von der Energie Skorpion und Jungfrau und von den Elementen haben wir Luft und Erde. Hier kann man auch hinter die Situation gut gucken. Ne? Hier ist so eine große Erkenntnis, ein großer Lernfaktor. Auch das bleibt jedem selbst überlassen, ne? Was er für sich richtig hält, was sein Bewusstsein im Moment versteht oder kann. Um das geht es. Das kann dir niemand beschleunigen oder herbeizaubern. Ja? Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.